Ready for Touchdown heißt es für die Oldtimer-Fans aus dem Münsterland, dem Ruhrgebiet und vom Niederrhein. Und zwar gleich dreifach. Zum einen geht für sie die Saison 2014 zu Ende. Und das traditionell mit der Saisonabschlusstour von Grenzland Classic Bocholt. Nach der Tour der Ruhr, der Ausfahrt ins Münsterland zu Bocholt blüht, der Eisenbahntour in den Teutoburger Wald und der Neuauflage der Holland-Tour geht es jetzt noch einmal in die Nachbarschaft. Zum Flugplatz Stadtlohn-Wenningfeld. Bei dem trüben Wetter ganz praktisch gibt es auch eine stilechte Einparkhilfe direkt vor dem Hangar der Gehling Flugtechnik. Drin wird's noch besser. Hier erwarten die rund 70 Oldtimer-Fans nach ihrer Spritztour durch den niederländischen Achterhoek warme Erbsensuppe und, Überraschung, Flugzeuge. Darüber hinaus noch jemanden, der sie ihnen vorstellt. Dieter Gehling, der kennt jedes Schräubchen der alten Schätzchen. Also im Hintergrund haben wir zum Beispiel eine Boeing Stearman, ehemals Militärtrainer aus dem amerikanischen Militär, später im Einsatz gewesen in der Landwirtschaft drüben in den USA als Sprühflieger und heute im privaten Einsatz als Sport- und Kunstflugflugzeug im deutschen Bereich. So auch Dieter Gehlings ganzer Stolz, die schweizerische Pilatus von 1949. Deren Ähnlichkeit zur deutschen Messerschmitt aus dem Zweiten Weltkrieg ist nicht zufällig. Immerhin wurden in ihr Restbestände des Jagdbombers verbaut. Und auch danach diente sie den Eidgenossen als Militärflugzeug. Hat die Piloten soweit fit gemacht, um dann weiter in die Jagdflugzeuge zu gehen. War in der Schweiz bis 1980 im militärischen Einsatz und ist anschließend dann über Museen nach USA gewandert. Dort einen Hurrikan erlebt, war nicht nett für das Flugzeug, da ist sehr viel zerstört worden. Und nach dem Hurrikan in den USA erstmalig wieder aufgebaut worden, allerdings nicht fachgerecht. Kam dann hier nach Deutschland und hier mussten im Prinzip alle Arbeiten noch ein zweites Mal gemacht werden. Und der Flieger ist jetzt seit etwa 2 Jahren wieder flugfähig. In Privatbesitz, in meinem Besitz und ich habe eine Menge Spaß damit. Hinter dem Steuerknüppel lässt sich dieser Spaß wohl nur erahnen. Vor allem aber bei den Geschichten um die Restaurierung können die Oldtimer-Freunde zu Lande durchaus mitreden. Insofern passt der heutige Besuch ganz gut. Ist natürlich für uns was Besonderes, machen wir immer wieder gerne, denn wir haben mit den Oldtimer-Fahrzeugen im Regelfall auch ein dankbares Publikum. Und ich denke einfach, man muss sich zusammentun, denn es ist grundsätzlich das gleiche Klientel. Ob es nur Oldtimer zu Wasser, zu Lande oder Luft sind, ist es grundsätzlich der gleiche Haufen. Und diese These bewahrheitet sich nur wenig später sogar bei Immobilien. Nächster Halt ist nämlich die Menke Mühle in Südlohn. Und die wurde auch erst vor einigen Jahren restauriert. Ja, ist mir eigentlich eine Herzensangelegenheit, weil ich mit meinem Vater hier lange Jahre zusammengearbeitet habe und da so einfach so viel Herzblut drin steckt. Wahrscheinlich liegt es ein bisschen an den Flügeln, dass sich Dieter Gehling seit Kindesbeinen an für die Mühle aus dem Jahr 1812 interessiert und nach ihrer Stilllegung Mitte der 80er nun auch für deren Wiederbelebung engagiert. Immerhin war sie fast über 2 Jahrhunderte das wirtschaftliche Herz der Gemeinde Südlohn. Das ist einmal der klassische Windmühlbereich, in dem Feinmehl produziert wurde. Das heißt also für den menschlichen Genuss, normales Kuchenmehl, Brotmehl und dergleichen. Hier nebenan haben wir das Schweinemehl, also Futtermehlproduktion für Schweine, für Kühe und dergleichen. Und im hinteren Bereich haben wir noch 2 Betriebsbereiche. Das ist einmal die Sägerei, die sogenannte Sägemühle und der sogenannte Lohndrusch, also das Dreschen von Getreide, was natürlich vor dem Vermahlungsprozess davor geschaltet wird. Nicht nur das schwere Gerät sorgt für gehörigen Respekt unter den Oldtimer-Fans, sondern auch eine andere Erkenntnis. Bereits vor 100 Jahren vereinte die Menke-Mühle das, was wir heute Energiemix nennen. Es wurde damals natürlich mit Wind gearbeitet. Das ist ja eine Windmühlenanlage hier, die allerdings relativ früh schon durch Dampftechnik ersetzt worden ist, also Dampfmaschine. In der Spitzenzeit waren 2 Dampfmaschinen hier, die dann parallel die verschiedenen Betriebsteile bewirtschaftet haben.
Und dann wurde irgendwann so in den Kriegsjahren und kurz nach dem Krieg dann der Dampf so langsam über Diesel ersetzt. Stationäre Dieselmotore, zwei Stück, die dann die Dampfmaschinen im Endeffekt ersetzt haben. Wir stehen hier vor der Dampfmaschine, vor einer der Dampfmaschinen, die damals die Schweinemehlproduktion betrieben haben und damit im Prinzip die sogenannte Dampfmühle in Gang gesetzt haben. Heute läuft die Dampfmaschine auf Pressluft. Liefert so mit rund 10 PS nur noch die Hälfte von damals mit Dampf. Das aber reicht dem privaten Museum und seinen Gästen für einen spannenden Nachmittag völlig aus. Welches Getreide aber sieht wie aus? Dann die abschließende Frage. Und? Nur ein paar Stunden später, wieder zurück in Bocholt bei der Abschlussparty, dann die Antwort und einen Gewinner. Money Lighting kann es wohl in mehrfacher Hinsicht gar nicht fassen. Er gewinnt für die nächste Saison 2015 einen Fallschirmsprung. Na, herzlichen Glückwunsch! Aber noch ist die Saison nicht vorbei. Gegen Ende des Jahres können die Oldtimer-Freunde von Grenzland Classic noch einmal zeigen, dass sie auch gut zu Fuß sind. Dann nämlich geht es um die Geschichte ihrer Heimat. Na zum Gruße, Freunde von Grenzland Classic. Ich lade euch recht herzlich ein, mit mir, dem Bocholter Nachtwächter, und Grenzland Classic hier durch Bocholt 17. Jahrhundert zu ziehen. Es gibt eine kulinarische Führung, also ordentlich was auf die Gabel, typisch westfälisch-münsterländisch. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns. Gehabt euch wohl. Kurz vor Weihnachten, am Samstag, dem 20. Dezember, ist es soweit. Also, gehabt euch wohl bis zur nächsten Oldtimer-Saison 2015. Auch dann natürlich wieder mit spannenden Oldtimer-Ausfahrten.